Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2. Ja, wir befinden uns derzeit im Sommermodus meines Kanals. Ja, ich habe jetzt mal eine Nacht drüber geschlafen und muss jetzt sagen, ich habe mir was überlegt, aber das schauen wir uns dann während der Fahrt an, was ich mir so überlegt habe. Jetzt holen wir mal unseren Trailer nach. Irgendwo in Deutschland war das jetzt, glaube ich, wenn wir jetzt nicht komplett täusche. Bin jetzt schon über eine Woche nicht gefahren, also. Seht's mal nach, wenn ich ein bisschen seltsam fahre. Ja, unser nächster LKW wird auf jeden Fall ein Renault. Ihr wollt es also. Dann brauche ich jetzt nur genug Kohle, damit ich meinen kaufen kann. Fahr weiter mit deinem komischen Skoda. Ja, was haben wir überlegt? Ich muss jetzt schauen, wie das Ganze mit so im Sommer jetzt wirklich läuft. Ich meine, es wird ja hoffentlich nicht jeden Tag über 30 Grad haben. Und somit denke ich schon, dass ich ab und zu zum Aufnehmen komme. Hoffe ich zumindest. Und ja, je nachdem. Jetzt die ein oder andere Euro Truck Simulator Folge sicher geben oder auch nicht, aber ich werde jetzt sicher nicht mehr in so regelmäßigen Abständen, dass ich jede Woche drei Folgen bringe, das wird es nicht spielen, weil wie gesagt, eine Euro Truck Simulator Folge rendern oder erstellen, sagen wir so, vom Aufnehmen bis hin zum fertigen Produkt, das ich dann nur mehr hochladen brauche, dauert gut 1,5 Stunden und 1,5 Stunden, wo der, das sind dann 1,5 Stunden, wo der PC fast hundertprozentig ausgelastet ist. Und jeder weiß, dass im Sommer nicht gerade angenehm ist, also macht das Ganze natürlich relativ wenig Spaß, wenn man sich dann durch diese ganze Aufnahme- und Rendersache die Temperatur im Zimmer in solche Höhen treibt, dass das Ganze eigentlich keinen Spaß mehr macht. Aber natürlich habe ich auch Bock auf Spielen, also ich habe jetzt eine Woche lang eigentlich gar nichts gespielt. Und dementsprechend habe ich jetzt echt wieder Bock auf Euro Truck, weil es ja doch noch immer ein sehr geiles Spiel ist. Ja, ich hoffe, ihr hört den Verkehr draußen nicht, weil natürlich habe ich das Fenster offen, also. Weil bei geschlossenem Fenster halte ich das Aufnehmen nicht aus. So was sehr nett von dir, dass du dich fahren lässt. Hat sich wahrscheinlich nicht vorbeifahren traut. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, ich werde einfach wirklich bei 20 Minuten einen Cut setzen. Egal wie weit wir in der Folge sind. Weil viel längere Folgen werde ich eh nicht anschauen am Stück, also bringt das auch nichts. Und umso genauer ich schneide, umso weniger Folgen muss ich, also umso weniger muss ich fahren, damit ich Folgen sammle. Mal schauen, vielleicht bringe ich es hin, dass ich zumindest eine Euro Truck Simulator Folge pro Woche bringe. Muss ich schauen. Hoppala.
Wieso bist du auch weiter vorgefahren mit deinem komischen Ding? So, wie komme ich da jetzt jemals raus? Gar nicht wahrscheinlich. Dummer Busfahrer da. Wenigstens kann der Trailer nicht umkippen, beziehungsweise die Ware nicht umkippen. Und Gott sei Dank ist das nur ein kleiner Bus. Wenn der bei 12 Meter hätte, würde ich nicht weit kommen. So, wie viel Schaden haben wir schon? Null. Sehr schön. Scheiß KI. Entschuldigung, aber... Der ist so weit vorne gestanden, dass ich nicht mehr vorbeikommen bin am Binum, oder wie? Na gut. Schieben wir es auf die Hitze, das... Ja, war nicht geplant. Aber ihr wollt ja Unfälle sehen, von dem her. Bitte, da hat er seinen. Zahlt habe ich zum Glück nichts, Schaden aber auch keinen gekriegt, also er ist gar nicht passiert. Die Fahrgäste in dem Bus hatten zwar wahrscheinlich den Schock ihres Lebens, aber da kann ich mir nicht um alles kümmern, wisst ihr? Ups, falsch. Ach ja, wie ist mir das Spiel abgegangen? Irgendwie ist mir schon abgegangen. Ich habe, wie gesagt, die letzte Woche kaum bis gar nichts gespielt. Eigentlich gar nichts gespielt. Weil es eben viel zu heiß war. 35 Grad, das geht gar nicht. Also zumindest zum Spielen nicht. Und wenn man arbeiten gehen muss, dann macht es nur weniger Spaß. Wenn man eben... Gut, ich habe, wie viele wissen, immer einen Bürojob und ja, Klimaanlage haben wir keine. Also das heißt, die Tage hat es im Büro über 30 Grad, war auch sehr angenehm. Aber ja, was soll es. Ist halt so. Wenigstens geht heute ein bisschen Winter draußen. Sonne ist zwar auch wieder da, aber ein bisschen windig ist. Vorher war es ein bisschen bewölkt, also es hat ein bisschen abgekühlt. Aktuell habe ich da erinnert 28 Grad, das ist halbwegs vertretbar. Ja, Spaß macht es zwar noch immer keinen, aber naja, was soll's. Was tue ich nicht für meine Abonnenten? Na, fahr mit deiner Polizeischüssel. Ja, aber beim Eurotruck gibt es ja eigentlich nicht wirklich was zum Herzeigen. Wir kennen die Strecke mittlerweile gut genug, wir kennen die LKWs gut genug. Ja, und wie gesagt, der Download, also der DLC und auch der Patch lassen nach wie vor auf sich warten. Also gibt es jetzt zwar wieder auf dem Blog, habe ich gestern gesehen, dass es neue Bilder gibt aus Ungarn. Aber ja, natürlich Release Date oder Erscheinung, also auf Deutsch Erscheinungsdatum, Erscheinungstermin, gibt noch immer keinen. Somit, ja, müssen wir sowieso warten, bis da was Neues, bis da neue Infos gibt. Genauso müssen wir... Dann, wenn er erschienen ist, sowieso warten, bis die TSM-Map nachzieht und dass man die wieder fahren kann mit dem Patch. Sehr schön, wenn es draußen so hell ist und im Spiel total dunkel, ich sehe gar nichts auf der Strecke.
Also das ist ein Haus, das hat jetzt so komisch ausgesehen. Was ist das? Naja. Ich traue mich da gar nicht schneller fahren, weil irgendwann kommt sicher ein Radar und wir fahren genau rein. Was hat man da tatsächlich gesagt? Wenn man nicht schneller als die KI fährt, dann passiert einem nichts. Ich fahre jetzt langsamer als die KI. Gebe natürlich Vollgas. Nur ist der Iveco ein bisschen schwach auf der Brust. Ja, wie gesagt, der nächste LKW, der zweite wieder ein Renault. Ich weiß noch nicht welcher, aber ich schätze der kleine. Der ist wahrscheinlich billiger. Weil der große gefällt mir auch nicht wirklich. Aber dazu brauchen wir erst wieder Kohle. Und die müssen wir uns erst einmal erarbeiten. Ich meine, ich könnte jetzt wieder einen Kredit aufnehmen, nur. Nö. Jetzt geht es eh relativ zügig, da wir einen eigenen Truck haben. Wir haben ja gesehen, wir kriegen für die Fahrt, glaube ich, 40.000. Sofern ich nichts zusammen habe. Dafür kann ich nicht garantieren. Fällt mir ein, Sibirien muss ich auch noch aufnehmen. Mein Gott. Habe ich auch noch mal, glaube ich, eine Folge. Ja, aber wie gesagt, Sibirien, das geht schneller zum Aufnehmen als Euro Truck, weil es erstens auf kleinere Auflösung ist. Dadurch sind natürlich die Dateien kleiner und werden auch schneller bearbeitet. Was ist denn das für eine Kurve gewesen? Bitte, wer hat sich denn die einfallen lassen? Und so eine Siberia-Folge, die ist in ungefähr ja, knapp 10 Minuten fertig gerendert. Und ist dann auch recht zügig hochgeladen, von dem her geht das recht schnell und belastet auch den PC nicht so wie Euro Truck. Weil es eigentlich kein 3D-Spiel ist. Beziehungsweise nur wenige Elemente daraus 3D sind. Aber ich habe schon gelesen, dass der ein oder andere nur Euro Truck schaut. Was ich eigentlich schade finde, aber okay. Jeder wie er will. Danke, ganz lieb. Okay. Ich denke mir gerade, das hat am Radar etwas seltsam ausgeschaut. Aber jetzt weiß ich, wo wir sind. Jo, also wie gesagt, Sommermodus aktiv, ab sofort. Und ich schaue, dass ich wirklich vielleicht zwei Folgen Siberia pro Woche bringen und zumindest eine Euro Truck Simulator Folge, weil ich möchte meine Abonnenten natürlich nicht verlieren. Jetzt wo es so gut läuft und ich fast 800 habe, ich weiß nicht wo die alle herkommen, aber okay, habe natürlich absolut nichts dagegen. Burschen, da ist 80 erlaubt, nicht 60.
Denn so nah wie ich ihm drauf war, schaffe ich es nicht einmal mit 55 zu bremsen. Spannend in so einem Tunnel. Ich wundere zwar, dass es da echt nicht mehr Unfälle gibt. Es soll die Leute geben, die da umdrehen. Auch mit LKWs. Ich glaube, wir sind in der Schweiz, oder? Aktuell. Noch 900 Kilometer vor uns nach Prag. Werden die zwei Schnarchnasen da jetzt gleich einmal überholen? Eins gar nicht, also wirklich. Drei Schnarchnasen sogar und ein Fiat. Und was sonst? Weiß nicht, ich glaube, die haben es echt so programmiert, dass die nicht schnell fahren. Das ist mir nicht schon in einigen Folgen aufgefallen, dass die ganzen Fiat scheinbar irgendwie den Verkehr blockieren. Das habt ihr jetzt sicher gehört, das war einer unserer tollen Linienbusse, der da den Berg mit Vollgas rauffahren muss, aber von der Geschwindigkeit her wahrscheinlich so um die 20 km/h packt. Also ich hoffe, dass die neuen Wiener Linienbusse stärkere Motoren kriegen. Damit er da nicht mehr mit Vollgas raufbrettern muss, damit er überhaupt raufkommt. Wer könnte sich vorstellen, dass das speziell in der Nacht etwas mühsam ist. Wenn man dann beim offenen Fenster schlafen möchte und dann fahrt ein Bus vorbei. Macht keinen rechten Spaß. So, und da da ein Rastplatz ist, werden wir gleich mal die Gunst der Stunde nutzen. Wenn wir schon da sind, tanken, fahren und eine kurze Pause machen. Jetzt kommt da noch eine Rettung. Ja, das ist herrlich. Ich mag diese Wohnung. Echt ideal zum Aufnehmen im Sommer. Sag mal, du tankst jetzt aber nicht wirklich, oder? Bin schon gespannt, wie lange er dort stehen bleibt. ~1,56? Ihr seid zwei Brecher. Ja, danken wir halt voll, wir haben sie. €700. Gut, dann bleibe ich da mal ganz kurz illegalerweise in zweiter Reihe stehen. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.